So ihr Lieben, bevor das Video losgeht, möchte ich noch kurz was sagen. Und zwar, ihr werdet es gleich schon hören. Während des Rock am Ring Festivals war ich super heiser. Das lag natürlich an meiner eigenen Dummheit, denn ich habe die Band Pennywise am ersten Abend direkt zu sehr genossen. Aber naja, Heiserkeit und Festival passt auch irgendwie zusammen. Und wir haben die Interviews super viel Spaß gemacht. Das wollte ich nochmal sagen, es war einfach nur ein Träumchen. Und falls ihr genauso viel Spaß beim Zuschauen habt, dann gerne kommentieren, abonnieren und liken. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich möchte mich ebenso bei Dreamhouse bedanken, dass ich wieder vor Ort sein durfte und natürlich auch bei meinem Technikpartner Asus, die mir dieses wunderbare Sepheris G14 Notebook zur Verfügung gestellt haben. Ein Gaming-Notebook mit einer GeForce RTX 4070 Grafikkarte und einem super starken AMD Ryzen 9 Prozessor und natürlich einem wunderbaren 120 Hz Display, hat eine super Akku-Power und hier seht ihr diese wunderbare Slashbar. Ist auf jeden Fall ein Träumchen, dieses Gerät. Wir haben alle super drauf gezockt, hat Spaß gemacht, hat mich nicht im Stich gelassen und in der Videobeschreibung kriegt ihr einen Link zur Verfügung, könnt ihr draufklicken und dann erfahrt ihr mehr über dieses Gerät. Vielen Dank und jetzt geht's auch schon los. Freunde, die Donuts sind hier am Start. Alex ist da, Ingo ist da. Leute, wie geht's euch? Hallo Krugi, unserer Stimme geht es zumindest besser als der deinen. Das können wir mal feststellen. Da bin ich aber auch erleichtert, weil ihr habt noch was zu tun. Das wie viele Mal seid ihr jetzt hier? Das neunte, glaube ich. Ja. Uns wurde gestern gesagt, dass wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Toten Hosen liefern, um dass die, als Artist der am meisten beim Ring gespielt hat, jemals. Wissen ja, was? Ich meine, ihr gehört einfach dazu und ich glaube, die Fans freuen sich drauf, dass ihr spielt. Das ist ja immer brechend voll bei euch. Gut, dann fangen wir locker an jetzt erstmal, ja? Ja. Okay, Hunde oder Katzen? Hunde, natürlich. Katzen sind Arschgeigen. Ist das bei dir auch so? Ja, ja. Hast du eine Katze? Ich brauche irgendwie beides nicht. Hast du Tiere? Hassen oder haben? Hassen. Hast du einen Hass auf Tiere? Nee, ist auch nicht. Ich hatte früher, es gab ganz früher, ich weiß nicht, ob du das schon gelebt hast, gab es eine Fernsehsendung 4 gegen Willi. Sagt dir das was? Klar. Nee, ne? Ja? Da muss man immer wetten, wo der Hamster hingeht oder sowas, ne? Der hieß Willi. Ich kenne auch. Und ich wollte dann dementsprechend auch gerne einen Hamster haben, durfte aber keinen haben, bin dann zu Karstadt gegangen. Ich war so zweite Klasse. Es gab Tiere bei Karstadt? Es gab Tiere bei Karstadt. Wirklich? 5 Mark ein Hamster. Das ist peinlich. Das war ein Moment, wo ich schon so dachte, krass, 5 Mark, da kann ich irgendwie 2 Eis von kaufen oder ein Lebewesen, ist irgendwie krass. So, und dann hat aber Willi, der Hamster hieß natürlich auch Willi, ich durfte ja offensichtlich keinen, ich durfte auch keinen Käfig dementsprechend haben. Okay, verstehe ich. Dann hat der im Auswärtsmannschaftstor von meinem Tischfußballtisch hat Willi gelebt. Das ist ja geil. Aber ich verstehe aber trotzdem schon das Sendekonzept, weil ich meine, stell dir mal vor, es wäre 4 gegen Vanilleeis. Also ja, weißt du, wenn dann 5 Mark, hättest du auch 2 Eis Vanille kaufen können, die Sendung wäre nicht gut gelaufen. Wie teuer war das Eis früher bei euch? Eine Kugel. 30 Das waren nochmal die Vergleiche. Früher haben wir doch so wenig bezahlt für die Kugel. Jetzt 4 Euro. Hör mal, Geld halb so wenig, doppelte Wert. Was war früher noch besser? Lass uns so solche Gespräche führen. Ja. Was war noch besser, Ingo? ZDF hatte noch einen Wunschfilm. Filmfilm gab's noch. Ja. Welches Fernsehformat vermisst du gerade in der Fernsehlandschaft? Ganz ehrlich, Headbangers Ball. Also eine wirklich gute Metal-Sendung über mehrere Stunden finde ich richtig, richtig gut. Weil das war damals echt noch so diese güldene Zeit natürlich, wo auf MTV noch Musik lief und so, aber da dann wirklich sonntags nachts von 11 bis um 2 Uhr nachts mit einem Videorekorder zu sitzen und einfach darauf zu warten, dass sowas wie Cowboys from Hell läuft oder Seasons in the Abyss und dann mittapen und sich die Videos nachmittags wieder angucken. Boah. Jetzt hatte ich eben mit Willy hier, Ochsenknecht, meinte auch, früher hast du einfach dir die Zeit genommen, eine Platte zu hören und eine Kassette, heute Spotify. Machst du es ganz kurz, 10 Sekunden, catch mich nicht, weg damit. Aber du musst dir einfach mal Zeit nehmen wieder. Und da ist so ein Tape auch geil. Was vermisst du? Was vermisst du im Fernsehen? Ich hab mal Magnum. Magnum? Hab ich gern geguckt. Ja, mit Higgins? Ja. 21, wusstest 45. Du nicht, oder was? Nee, ich wusste nicht, dass er das gut findet. Aber ich durfte keinen Hamster haben. Ich hatte aber schon in der zweiten Klasse... Eine Waffe. In der zweiten Klasse schon einen eigenen Fernseher im Zimmer. Und habe dementsprechend ich glaube dienstags und mittwochs um 21.45 Uhr auf ARD Magnum geguckt. Alter, insane. 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 Ja, ich find das schön, immer solche alten Sachen zu reden. Darüber können wir kurz quatschen. Ja. Wir haben uns ja beim Bandcontest kennengelernt. Warsteiner Bandcontest. Und gestern haben wir Indie Sand Behavior gespielt. Das war richtig. Waren die auch hier? Die waren auch hier, ja. Genau. Ultra geil.
Ja? Ich habe mich so gefreut, ja, cool, dass die so performen. Also habt ihr gut ausgewählt. Ja, man muss natürlich sagen, ne, also das ist ja echt eine kackschwere Situation, wirklich so Jury zu sein, weil ich habe das da an dem Abend auch mal gesagt, auf der Bühne auch, dass ich nicht finde, dass Musik halt ein Contest sein sollte. Und ganz ehrlich, das, was dir heute gefällt, da hast du vielleicht morgen einen Furzquell sitzen und dann gefällt es dir halt eben nicht. Das ist ja sehr tagesformabhängig, aber am Ende des Tages muss man wirklich sagen, sind in diesem PA wäre, glaube ich, schon eine perfekte Wahl gewesen jetzt für diese Bühne auch und so. Also mit dem Line-Up, mit Descendants und ja, Pennywise und was da alles gab. Und man hat es dann ja auch gesehen, wir haben die eben schon getroffen und dann haben sie uns so Videos gezeigt, so ey, wir hatten den größten Circle Pit an dem Tag am Start und so, ist cool. Habt ihr wirklich, habe ich sofort an euch gedacht gestern, weil die Aufgabe ist nicht leicht, undankbar, anderen Leuten zu sagen, nee, du bist es nicht, aber ihr müsst nur mal euch entscheiden. Ja, man muss auch mitbedenken, okay, die Band, die wir heute hier auf dieser Bühne sehen, wie schlägt sie sich unter Rock am Ring-Bedingungen? Korrekt. Das muss man mitdenken, stimmt, einfach schon so, ne? Ja, ja. Und da hat man schon bei denen gemerkt, haben die drauf einfach. War geil. Ich hab keinen Bock mehr auf Feelgood. Guck mal, die Kanne da. Hier die Dose. Diese hier? Ja. Diese? Pass auf, da sind ein paar englischsprachige Fragen drin. Ja. Mal für die schlechten Vibes. Ich bin sehr gespannt. Ich konnte das jetzt nicht lesen, ich habe meine Brille nicht dabei. Das schlimmste oder komischste Gerücht, was wir je über uns gehört haben. Da fällt mir sofort der Affe im Backstage-Raum ein. Ja. Was ist denn der Affe im Backstage? Früher in der Bravo, ja. Gott hab sie selig, gibt's immer noch wahrscheinlich. Gibt's noch, ja. Da stand mal, weil wir wahrscheinlich nicht genug hergemacht haben, als wir machen Musikband sozusagen damals, stand da, dass wir in unserer Bühnen- oder Backstage-Anweisung haben, dass wir nur spielen, wenn wir Backstage und lebenden Affen auch haben. Das haben sie gedruckt? Das stand da, war sogar die Überschrift, glaube ich sogar. Ja. Das ist aber schon sehr weit hergeholt, oder? Also, wie kam das? Also, wie kam ihr darauf? Meint ihr wirklich so kompletter Bullshit? Ja. Ja. Also, ne, okay, weiß jeder, dass wir Leoparden wollten. Natürlich, fünf aber Fakten, nur männliche. Fünf Fakten über die Donuts, so. Ach, Quatsch. Ja, wenn das da steht, würde ich es auch glauben. War eine Scheißfrage. Nee, war geil. Also sehr lustig ist, aber es gab wirklich auch mal, schon so 1995 oder so, also in dem zweiten Jahr, als unsere Band halt wirklich echt noch so wirklich local nur gespielt hat, hat es im Dorf nebenan das Gerücht gegeben, dass ich sehr stark heroinabhängig sei und dass ich Leuten auch schon so die meine Einstichlöcher am Arm gezeigt oder habe. Oder auch so. In der Anfangszeit, auch so in der Anfangszeit, vielleicht so im dritten, vierten Bandjahr. Das war nicht witzig. Gab es auch das, ja, ihr denkt immer, du bist also nett, in Wahrheit sind das knallharte Satanisten. Und das ist witzig. Das ist vor allem sogar korrekt. Ja, das ist natürlich. Hallo? Wegen Tattoos oder was? Ja, keine Ahnung, aber ich lese abends unseren Kindern gerne aus dem Necronomicon vor. Das, ja, aber das ist gut. Ja in Ordnung. Classic. Soll ich gucken, was jetzt noch kommt? Ja, mach nur eine. Ich kann doch so schlecht reden, hol doch mal eine Frage daraus. Ihr macht das gut. Du aber auch. Ja, dankeschön. Wir haben gute Vibes, habe ich letztes Mal schon gemerkt. Nintendo oder Sega? Nintendo, also ganz klar. Most seamless. Ja. Gut, Sega hat den einen Igel, das ist klar. Nein, ist alles in Ordnung. Tatsächlich, es gab jetzt gerade bei, entweder bei Apple Arcade oder Netflix Games, wo man halt mal so diese monthly Games kriegt, gab es gerade so Sonic Classic. Also halt so, die alten guten. Ja. Dinger, ja. Ich fand es damals schon nicht geil. Ja. Ich dachte, ich gebe dir noch eine Chance. Hatte ich nicht gecatcht? Ich finde es nicht geil. Aber die haben das Level-Design, das ist schon gut. Also ja, aber es ist schon, ja. Das ist musst halt du aber mögen, kein geiles du musst Gameplay. Auch, du musst aber auch Elden Ring mögen. So. Ja, Elden Ring, super. Ja, ja. Das ist eins der geilsten Spiele. Ja, aber safe muss man wirklich ja Nintendo immer wieder Applaus dafür geben, wie wahnsinnig ausgecheckt und fail-safe das alles immer ist, weißt du? Da hast du keine großen Bugs, keine dies, keine das. Stimmt. Es ist super ausgecheckt, super smooth alles immer. Ja. Keine irgendwie Glitches, keine. Kriegst du den Zelda-Sound hin, wenn man die Kisten aufmacht? Mit dem Mund? Ja, einfach mal, mach mal einfach. Boah. Hast du den Kopf? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ingo, sag mal, Ingo. Kriegst du eigentlich von Zelda den Sound hin, wenn man die Kisten aufmacht? Nee, pass auf, aber was ich hinkriege, ist den typischen Sound, was ich auch nie verstanden habe, warum Zelda zum Teil halt mit wirklich Sprachausgabe, Dialog ist und dann aber das meiste ja immer gelesen ist und dann immer nur das Ja. So, dann stöhnen die immer nur. Dann habe ich nie gerafft. Ja, weirdest Fan Interaction. Stalking. Also haben wir wirklich in der Tat gehabt. Okay, das ist unangenehm. Weil der Sänger so attraktiv ist. Ja. Oh, das tut mir leid. Also wirklich, also so mit wo unseren Eltern Sachen geschickt wurden, weil wir angeblich mit einer Person zusammen gewesen wären und sie könnte das jetzt nicht mehr behalten, wo wir nicht mehr zusammen sind und dann so Ketten geschickt und so eine Scheiße. Das ist ja auch für alle Scheiße. Ja. Das tut mir auch für die Person leid, weil es ja offensichtlich irgendeine Sucht ist oder so, keine Ahnung, irgendwas. Safe. Ist ja,
Also ist ja wirklich für alles scheiße. Ja, ja, sowas ist Bullshit. Ja. Oder aber als Ingo in Ungarn von einem eifersüchtigen Mann ins Knie gebissen wurde. Ja. Das war auch gut. Das ist der sogenannte Budapester Kniebiss. Ich erkläre es gerne nochmal in Kürze. Wir haben damals in Budapest in einem Club namens Süßfeldnap gespielt. Das ist so ein Kellerclub, so ein Gewölbe. War ein super Konzert und die Bühne ist so, naja, sagen wir, kniehoch im Zweifelsfall. Und vor der Bühne links stand so ein Ehepärchen, ich würde sagen ein Ehepaar, weiß ich nicht. Die sahen aus, als wären die aus den 80ern einfach importiert worden. Also so mit weißem Hemd aufgeknöpft, Puffärmel, Brustmatte rausquillen, Goldkettchen. Geil. Sie halt so ein Jeans, Overall, Mini-Pli, rausgewachsene Dauerwelle, dies, das, Händchen haltend. Und jedes Mal, wenn ich auf deren Bühnenseite gegangen bin, hat diese Frau angefangen, so mein Bein zu streicheln. Und immer höher und so, ne? Erst den Fuß, dann das Bein und so weiter. Und unsere ganze Crew hat schon Tränen gelacht, weil es halt so weird. Und die hat aber den Typen halt an der Hand gehalten, ihren Mann. Und der hat, ne? Und irgendwann hat die mir dann halt echt einfach zwischen die Klötze gegriffen. Also wirklich einfach, ne? Und fing dann an zu kneten. In dem Moment ist mir halt dann alle, bin ich halt wirklich zusammengebrochen, ja, vor Lachen. Natürlich. Und der Typ springt in dem Moment nach vorne und beißt mir volles Pfund ins Knie. So, dass ich wirklich echt richtig so einen Bissabdruck nach der Show noch hatte, so. Unsere ganze Crew hat sich komplett tot gelacht. Ey, das ist die geilste Reaktion aller Zeiten. Ja. Von dem Dude aber auch. Pass auf, und dann ist das Konzert hinterher vorbei, ne? Alle so, Alter, what the fuck, was war das denn und so. Und dann bin ich raus aus dem Backstage und dann war so eine Art Aftershow-Disco oder so. Da war nichts los und mitten auf der Tanzfläche stand dieses Ehepaar und die Frau hat den Typen vermappt. Aber wirklich ohne Scheiß, so mit der blanken Faust wirklich blutig ins Gesicht, Alter, geschlagen. Was geht? Hat mich dann gesehen und dann irgendwas auf Ungarisch gesagt, auf mich gezeigt und dass der Typ halt irgendwann so wirklich, hat er wirklich hier so eine leichte Platzwunde an der, so, und ist dann angekommen und hat dann so auf Ungarisch gesagt, I'm sorry, I was jealous. Und pass auf, und jetzt kommt's und das Ende vom, dann ist es aber zum Happy End geworden, als er dann sich entschuldigt hat, hat sie ihm so einen ganz langen Zungenkuss gegeben, so ganz übertrieben, und dann sind die so händchenhaltend aus dem Laden rausgegangen, in so einer rosa Wolke verschwunden, never to be heard of again. Und das ist der Budapester Kniebiss. Ja, der muss eigentlich zu Wikipedia, ne? Ja. Komm, noch eine Runde russisch Roulette machen? Ja. Komm. Geil. Vielleicht geht's auch gar nicht. Wenn's nicht, doch, dann geht los. Komm. Hab ich noch nie gehört, das Ding. Das ist ein Twitch-Ding. Das spielen die bei Twitch wirklich. Das ist richtig wild, weil es so einfach ist. Du kannst gar nichts machen eigentlich. Hier gehst du da hin, gehst da durch die Tür oder da, genau. Eine leichte Manhunt-Vibe so von... Ja, genau. Von pass auf, hier geht's zum Tisch. Jetzt geht's zum Tisch. Ja, jetzt ist hier, ja, Sign. Wir packen wir Alex rein. Hier, Sign Up. Hier, Enter Name. Hier, mach mal schnell. Ah, hier, fertig. Was ist das? Ja, ja, als russisches Roulette, was meinst du denn? Hier, erste Level, los geht's. Hier... Kriegst du da deine? Eines heiß, zwei Nieten. So, was machen wir? Das ist ja hier wie in diesem Bus hier. Einer heiß, ja, zwei Nieten. So, pass auf, jetzt sortiert er die. So, jetzt musst du sagen. Was machst auf du? Auf ihn oder auf mich? Auf uns selbst natürlich. Wir sind altruistisch unterwegs. Ja, okay, also you. Ja. Okay, alles klar. Alles klar. Kein Problem. Super. Sie, drei Schüsse ist ja schnell gemacht. Ja, eben. Sehr schnell gemacht. So, normal, weiter geht's. Und bin jetzt, total schockiert. Und jetzt so, ja. Sag du. Jetzt hau ich ihm einen rein. Ja, okay. Ist ja klar. Wenn der jetzt nicht... Alter, die Donuts haben russisches Roulette durchgespielt. Das war's. Das machen wir seit 30 Jahren. Das war das. Ja, ist eigentlich so. Ja. Das ist ein gutes Spiel, oder? Das war's. Das ist ein sehr gutes Spiel. Oh, ist jetzt die nächste Runde, oder ja, was? Ja, aber das war's. Ich will sehen, ich will sehen. Der hat noch keine Zeit. Was doch jetzt? Wow, drei Live-Rounds. Jetzt bin ich hooked, ja. Okay, ja, Alex ist voll gehookt. Ja, okay, machen wir weiter. Alles klar. Ja. Manchmal ist es so leicht. Und jetzt sind wir wieder dran. Ja, komm. Wann kommt denn von Manhunt eine Fortsetzung? Oh ja, das war gut. Davon über Manhunt, ich bin mir gar nicht sicher. Alter. Ja, okay, du hast gewonnen. Das war's. Du musstest ihn zweimal treffen. Okay. Das war das Spiel. Ich glaube, es hat noch. Ja, guck mal, wir mussten dich auch zweimal treffen. Das war her, das Spiel, her, ne? Oder? Bring it in! Komm her! Sag mal, Cody, komm her! Hey, ihr Lieben, ich wünsche euch gleich alles an Spaß, was es auf diesem Planeten gibt. Ah, geil! Ja, das wirklich! Ihr seid einfach Top-Menschen. Also nicht nur sehr erfolgreich, ihr seid auch top-nice Menschen. Ihr Macher-Menschen, weißt du? Das gefällt mir auch! Ihr seid da so gut drauf immer! Mann, das ist Hammer!
Das die war Stimme ist auch wieder Stimme. Da. Ja, wollte ich sagen, jetzt ist er auf einmal wieder da, aber nur für 5 Minuten. Egal, ich war jetzt gehypt. Ich war jetzt einfach gehypt. Ey, schön, dass wir das machen dürfen. Ja, danke für die Einladung. Ey, checkt die Donuts weiterhin aus. Ihr kennt sie, aber wenn ihr sehr jung seid und ihr noch nicht kennt, checkt die Donuts ab. Und wenn ihr alt seid und uns nicht kennt, bleibt dabei. Checkt sie auch nicht aus. So, wir gehen raus jetzt hier. Das war russisches Roulette. Geil. Heftig.